Hallo und herzlich willkommen aus dieser wunderschönen Therme hier. Mein Name ist Sabrina und ich habe heute eine kleine Yoga-Einheit für dich vorbereitet. Diese Einheit kannst du einfach mitmachen, du brauchst keine Vorkenntnisse oder irgendwelche Hilfsmittel. Kannst einfach dich darauf einlassen, mitmachen. Sollte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht dir gerade nicht so gut tun, dann kannst du das natürlich weglassen und bei der nächsten Übung wieder mitmachen. Zu Beginn kannst du dich jetzt zuallererst mal in eine für dich bequeme Sitzposition setzen. Das muss nicht der Schneidersitz sein, es kann aber. Und dann schließe zuallererst mal deine Augen für die Einstimmung. Versuche es dir möglichst bequem zu machen. Lass dich ganz schwer in den Boden sinken. Und dann versuche mal nach und nach deine Wirbelsäule noch ein bisschen mehr aufzurichten, sodass du noch mehr Länge in deinem Rücken bekommst. Du kannst dafür deinen Scheitel nutzen, der dich noch mehr nach oben Richtung Himmel zieht. Deine Brust kannst du ganz stolz nach vorne strecken, aber lass deine Schultern sinken. Und dann komme hier ganz bewusst an. Komme an und stelle dich ein auf die kommende Yoga-Einheit. Auf eine Zeit ganz für dich und ganz so, wie es heute für dich in Ordnung ist. Es geht beim Yoga nicht um Perfektion oder darum, was der Nachbar oder die Nachbarin macht, sondern es geht darum, bei dir zu sein, achtsam mit dir zu sein. Und dann nimm mal wahr, wie es dir gerade geht. Da sind alle Gefühle okay, die jetzt vielleicht aufkommen bei dir. Jedes Gefühl ist in Ordnung und okay. Und dann lass deine Augen gerne noch geschlossen. Kreis einfach mal nur deine Schulter nach hinten. Versuch ganz große Kreise mit den Schultern zu machen. Und wenn du die Schulter nach vorne und dann nach oben ziehst, atme ein. Und wenn du sie über hinten nach hinten unten schiebst, atme aus. Das verlangsamt vielleicht die Übung bei dir ein bisschen. Und dann lass deine Schultern ganz bewusst schwer sinken. Und dann kreise deine Schulter nach vorne. Vielleicht ist da jetzt der Umfang ein bisschen kleiner geworden. Und wenn du sie hier nach hinten oben ziehst, atme ein. Und wenn du sie nach vorne und dann unten ziehst, atme aus. Lass auch hier deine Schulter nochmal sinken. Und jetzt kreise noch ein letztes Mal nochmal nach hinten, dass du nochmal ein bisschen aufrechter hier bist. Und jetzt zieh mal deine Schultern ganz weit zu den Ohren nach oben. Deine Augen, die kannst du gerne immer noch geschlossen halten, wenn das für dich in Ordnung ist. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass die Schultern sinken, lass sie fallen. Atme nochmal ein, zieh die Schulter nochmal bis zu den Ohren. Mit der Ausatmung lass sie fallen. Einatmen nochmal nach oben. Ausatmen nochmal fallen lassen.
du magst, kannst du deine Augen immer noch geschlossen halten und einfach mal nur deinen Kopf auf die rechte Seite neigen, sodass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter zieht. Und du brauchst hier überhaupt nicht nachhelfen, mit Hand auflegen oder Hand nach unten ziehen oder irgendwas in die Richtung. Lass einfach die Schwerkraft das machen, was sie tut. Dann lässt du einfach nur dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Spüre die Dehnung auf deiner linken Seite. Und dann komm zurück zur Mitte. Vielleicht fühlt sich jetzt deine eine Seite anders an als die andere. Und dass wir das ausgleichen, lass dein linkes Ohr zur linken Schulter ziehen, lass auch hier die Schwerkraft wirken. Und lass deinen Kopf schwer auf die Seite sinken. Und dann komm wieder mit dem Kopf zurück zur Mitte. Magst, kannst du deine Augen öffnen, du kannst die Augen aber auch weiterhin noch geschlossen halten, dann ist dein Sehsinn ausgeschaltet und du kannst dich noch mehr aufs Fühlen konzentrieren. Und dann schau mal über deine rechte Schulter und halt hier. Und dann zeichne mal mit deinem Kinn einen Halbkreis vor dem Körper. Zieh dein Kinn quasi nach unten Richtung Brust. Komm auf die andere Seite. Schau über deine linke Schulter. Und bleibe für einen Moment noch hier. Und dann zeichne wieder einen Halbkreis und komm zurück auf die rechte Seite. Nochmal zurück nach links. Du darfst das jetzt ein bisschen schneller machen, so wie es sich für dich jetzt gerade gut anfühlt. Und komm nochmal zurück nach rechts. Noch einmal zurück nach links. Und dann richte den Blick nach vorn. Und jetzt lass mal dein Kinn nach unten Richtung Brust sinken. Wenn du magst, kannst du deine Schulter noch ein bisschen mehr nach hinten ziehen. Das verstärkt die Dehnung hier noch. Aber versuch den Rücken gerade zu lassen. Und dann richte den Blick nach oben Richtung Himmel. Aber schau, dass du vielleicht trotzdem noch so ein ganz sanftes Doppelkinn machst und komm nur so weit nach oben, bis für deinen Hals, für den Nackenbereich okay ist. Und dann komm wieder tief. Zieh dein Kinn nach unten Richtung Brust. Mit der Einatmung komm nochmal nach oben, denk an dein kleines Doppelkinn. Und komm nochmal nach unten tief. Noch ein letztes Mal nach oben und dann richte den Blick nach vorn. Lass jetzt mal mit der Einatmung deine Arme nach oben heben, deine Daumen nachschauen. Ausatmen, komm tief. Nochmal einatmen hoch, ausatmen tief. Deiner nächsten Einatmung komm noch einmal nach oben und jetzt dreh dich auf die rechte Seite, lass deinen rechten Arm nach hinten sinken. Schau über deine rechte Schulter, stell hinten die Fingerspitzen auf und mit deiner anderen Hand kannst du dein rechtes Bein, dein rechtes Knie fassen, dich hier noch einen Tick mehr aufdrehen. Nutze hier den Zug und versuch dich mit jeder Einatmung noch ein bisschen länger zu machen in der Wirbelsäule. Mit jeder Ausatmung kannst du dich noch einen kleinen Tick und wenn es nur ein Millimeter ist, noch mehr aufdrehen. Lass deinen Atem hier fließen. Und behalte die Länge im Rücken. Mit deiner nächsten Einatmung lass du deinen rechten Arm nach oben Richtung Himmel strecken, auf die linke Seite kommen, auch deinen linken Arm dazu nehmen und dich hier mal kurz auf die linke Seite neigen, so einen kleinen Gegentwist machen. Das tut im besten Fall ganz gut. Dann leg deine Hände nochmal hier auf deine Knie, rechts und links. Bevor wir die andere Seite machen, mach hier mal einen runden Rücken und schau dir mal deinen Bauchnabel an.
Dann in der nächsten Einatmung streckt die Brust, schiebt die stolz nach vorne raus. Du darfst den Blick nach schräg oben nehmen, wenn dir das gut tut. Wenn ich schaue, einfach nach vorne. Ausatmen, nochmal runder Rücken. Einatmen, streckt. Ich mache das noch für 3 Atemzüge, ganz in deinem Tempo und wie es sich für dich gut anfühlt. Passt die Bewegung an deinen Atemrhythmus an dich umgekehrt. Und wenn du das nächste Mal aufrecht sitzt, schieb nochmal die Brust raus und dann setz dich nochmal hier in eine neutrale Rückenposition. Nimm nochmal die Arme mit der Einatmung nach oben, schau deinen Daumen hinterher und dann stell deinen linken Arm hinter dich ab, Fingerspitzen hier auf, schau über deine linke Schulter, nimm die rechte Hand, leg sie auf dein linkes Knie. Und auch hier gleiches Spiel, mit jeder Einatmung kannst du dich noch mehr hier in die Länge strecken. Vielleicht mit jeder Ausatmung noch ein ganz kleines Stückchen mehr auftrieben. Nutze den Zug mit deinem rechten Arm. Und dann mit deiner nächsten Einatmung den linken Arm wieder nach oben zum Himmel. Auch hier dreh dich auf die andere Seite, mach so einen kleinen Gegentwist auf die rechte Seite. Und dann komm wieder ins Sitzen, komm in eine neutrale Sitzposition, schieb nochmal deine Brust stolz raus, bring hier nochmal Länge in deine Wirbelsäule, richte dich auf, lass die Schultern sinken. Und dann darfst du jetzt mal deine Fußsohlen zueinander bringen. Je nachdem, wie intensiv für dich das hier in der Hüfte ist, du kannst auch deine Beine ein bisschen mehr nach vorne nehmen, dann wird es ein bisschen entspannter oder ein bisschen mehr ranholen, wenn du ein bisschen mehr wünschst. Und dann kannst du hier mal so ganz sanft federn, so im sitzenden Schmetterling. Schmetterlinge, die machen ja auch mal so Flügelbewegungen, das darfst du jetzt auch mal machen. Und wenn du dann noch ein bisschen intensiver in die Bewegung reingehen möchtest, kannst du jetzt mal deine Arme hier vor dir hinlegen, deine Handflächen nach oben drehen und dann einfach mal nur den Kopf sinken lassen. Und wir bleiben hier mal ein bisschen länger, weil das hier eine Hüftöffnung ist und das Bindegewebe im Bereich der Hüfte ein bisschen mehr braucht, ein bisschen länger braucht, um sich anzupassen. Gib dem hier die Zeit und wenn es hier wo ganz intensiv unangenehmes oder angenehmes, dann schick da hier mal deinen Atem hin. Und wenn es dir sehr unangenehm ist, dann musst du dich natürlich auch nicht in die Position zwingen. Du nimm deine Beine ein bisschen weiter nach vorne, nimm den Oberkörper ein bisschen mehr nach oben. Schau mal, dass du hier ein bisschen variierst. Von der Intensität sollte es hier nicht mehr als 70% sein. Also du musst hier nicht alles geben. Und beim Yoga geht es auch darum, auf dich zu hören und schauen, wie es bei dir heute geht. Da kann auch jeder Tag anders sein. Und jetzt entspanne hier mal noch ganz bewusst dein Kiefer. Und dann komm Wirbel für Wirbel nach oben und richte dich auf. Du kannst die Beine wieder zusammennehmen. Hier mal kurz entspannen. Und dann streck mal dein rechtes Bein auf die rechte Seite aus. Den linken Fuß legst du hier an die Innenseite von deinem Oberschenkel. Wenn der ein bisschen weiter vorne liegt, kann der auch ein bisschen weiter vorne liegen. Aber schau, dass du hier ungefähr den gleichen Winkel hast, so von den Oberschenkeln her. Jetzt bring mal hier nochmal ganz viel Länge in deinen Oberkörper. Nimm die Arme mit der Einatmung nach oben, Schultern bleiben tief. Dreh dich zu deinem Bein, zieh die Zehenspitzen ran zu dir. Und dann lass dich hier mal sinken und hier darf dein Oberkörper rund werden. Also du darfst dich hier schwer machen. Bleib hier 2 Atemzüge. Und dann nimm deine linke Hand, deinen linken Arm und fächer dich mal hier auf, stell den hinter dir ab und jetzt zieh dich
hier mit deinem rechten Arm ganz lang nach oben zum Himmel. Ausatmen, lass den Arm sinken. Streck dein anderes Bein aus und wechsel hier, sodass du deinen rechten Fuß an den linken Oberschenkel bekommst. Zieh auch hier die Zehenspitzen deines linken Fußes zu dir an. Nimm die Arme nach oben mit der Einatmung. Wende dich deinem ausgestreckten Bein zu und lass auch hier die Arme sinken. Und auch hier darfst du dich jetzt tief sinken lassen. Lass den Atem fließen. Noch für einen Atemzug mehr. Und dann nimm deinen rechten Arm, stell den hinter dir ab und der linke zieht ganz weit nach oben Richtung Himmel. Halte dir wirklich die Spannung bis in deine Fingerspitzen. Und dann löse das auf. Setz dich nochmal in eine für dich bequeme Position. Und dann nimm mit der Einatmung nochmal beide Arme nach oben. Ausatmen, lass die Arme nochmal sinken. Einatmen nochmal hoch. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass den linken Arm oben, den rechten stellst du hier neben dir ab, die rechte Hand. Es können auch nur die Fingerspitzen sein. Und dann beuge hier den Arm so ganz sanft und zieh dich mit deinem linken Arm auf die rechte Seite. Schau, dass du hier mit deinem Sitzbeinhöcker, mit deiner linken Gesäßhälfte immer noch auf dem Boden bleibst und dich abhebst. Und zieh dich hier wirklich raus, aus der Flanke. Und jetzt schau mal, dreh mal den Blick nach unten Richtung Boden. Und dann dreh mal den Blick nach oben Richtung Himmel. Und vielleicht merkst du jetzt, dass du dich hier noch mehr aufrichtest in der Brust, wenn du den Blick nach oben. Schau nochmal nach unten. Und nochmal nach oben. Und dann darfst du den Arm auf die andere Seite sinken lassen. Zieh deinen rechten Arm zum Himmel und dann auf die andere Seite. Auch hier gleiches Spiel. Die rechte Po-Hälfte, die bleibt am Boden. Und hier Spannung bis in deine Fingerspitzen. Auch hier nimm den Blick mal nach unten und dann schau mal nach oben. Nochmal nach unten und nochmal nach oben. Und dann löse das auf. Lass nochmal deine Schulter nach hinten. Und dann darfst du hier mal Räuberleiterhände bauen. Und ich zeig's mir mal hier nach vorne, du darfst das hinten machen. Und quasi das jetzt hinter deinem Rücken und jetzt bring auch mal die Handballen hier zueinander und zieh dich hier mal ganz aktiv auf, dass du deine Brust nochmal richtig schön öffnest. Atme hier tief in die Brust ein mit der Ausatmung. Umarme einen imaginären Ball, mach nochmal einen runden Rücken. Wir kennen das schon von vorhin. Aber hier klappt das noch viel besser. Einatmen, schieb dich nochmal nach hinten. Bring hier nochmal ganz viel Öffnung in dein Herz. Ausatmen, nochmal rund. Ein letztes Mal nochmal nach hinten einatmen. Öffne dich, Räuberleiterhände. Ausatmen, nochmal rund. Und dann komm in eine neutrale Sitzposition. Leg deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel ab. Und schließe mal für einen Moment deine Augen. Und dann nimm mal wahr, wie es dir jetzt gerade geht. Und auch hier darfst du alle Gefühle zulassen, die aufkommen. Jedes Gefühl ist völlig in Ordnung. Und dann führe mal deine Hände, sodass deine Handflächen sich berühren in Namaste-Haltung vors Herz. Lass deine Schultern bewusst sinken. Und du darfst mal deine Mundwinkel zu deinen Ohren ziehen, zu einem Lächeln. Und schenke dir dieses Lächeln jetzt zum Abschluss dieser Yoga-Einheit als Zeichen der Dankbarkeit dir selbst gegenüber. Als Zeichen der Dankbarkeit dafür, dass du dir jetzt was Gutes getan hast, dir, deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele. Dafür, dass du dir Zeit für dich genommen hast und für deine Entspannung.
Und dann nimm aus dieser Einheit das mit, was dir gut getan hat. Und wenn dir dein Körper an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine kleine Schwäche aufgezeigt hat, dann sieh das nicht als Schwäche. Ich habe das am Anfang schon gesagt, es geht hier nicht um Perfektion. Es ist dein Yoga und es war genau so richtig, wie es heute für dich war. Nimm dir noch 2 Atemzüge hier. Und dann darfst du mal dein Kinn nach unten sinken lassen. Dir selbst eine Verneigung schenken für die getane Leistung. Und dann darfst du deine Augen öffnen. Und ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen und vor allem entspannten Tag. Thank you.